Wir können das Video erst nach 20 Uhr ausstrahlen. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier aus Merseburg. Wir haben den Nils Herzmann hier bei uns in unserer goldenen Mitte und er hat was ganz Tolles mit dabei, nämlich... Euch beide. Das ist aber lieb von dir. Aber mir geht's eigentlich um das hier vorne auf dem Tisch. Nur deswegen haben wir dich vor der Kamera und weil du ein total sympathischer lieber Kerl bist. Sag ein bisschen was zum aktuellen Stand des Kickstarters zu Glenmore 2 Chronicles. Wie ist mit dem Zeitplan und was kannst du uns hier heute Schönes zeigen? Ja, also das kann ich natürlich sehr gerne, Benny, danke. Vielleicht gebe ich mal ganz kurz Dennis, dem jungen Wilden, das Spiel in die Hand. Der kann ein bisschen in der Zwischenzeit fummeln, das kann er am besten, glaube ich. Und genau mein Ding. Was ist denn daran jetzt so witzig? Er soll die Packung aufmachen und ein bisschen mal gucken, was drin ist. Was denkst du denn schon wieder eigentlich hier? Ja? Ist unglaublich mit Benny, ne? Und ich erzähle einfach ein bisschen was drüber. Also jetzt aktuell, wir sind ja hier in Merseburg auf dem Korax-Tag, das kann ich wohl so sagen. Da ist das Glenmore 2 Chronicles bereits fertig produziert. Unsere chinesische Fabrik hat es inzwischen fertig produziert. 15.000 Einheiten sind durch. Die ersten Schiffe befinden sich im Wasser. Also wir haben ein extra Schiff, einen Container, einen Seekontainer für Essen bestellt mit Pickups, also Essen-Pickups von Kickstarter-Bäckern natürlich. Ganz wenig anderen Vorbestellungen und ein bisschen freier Verkauf. Wir haben so circa 500 Stück im freien Verkauf in Essen. Und die Schachtel ist etwas größer, ist ein bisschen außer Kontrolle geraten, das Projekt. Und deswegen passen nicht ganz so viele in so einen Seekontainer. Aber der sollte ankommen, der sollte Anfang Oktober kommen, unser Essencontainer. Und dann sollte das auch, wie gesagt, in Essen erhältlich sein. Wir haben in Halle 5 einen schönen Stand, ordentliche 40 Quadratmeter. Für alle, die es interessiert, Halle 5, H123, kann ich mir relativ einfach merken. Herzmann, ne? 5 Herzmann 123. So einfach. Ich denke einfach an alles. Und da haben wir einen schönen Stand und werden hoffentlich euch Glenmore 2 vorstellen können, solange der Zoll das will natürlich. Also Zoll ist immer ein Problem, aber das ist soweit in trockenen Tüchern. Das Schiff nach Amerika ist auch unterwegs, nach Kanada das Schiff ist unterwegs, das Schiff nach Australien wird heute, morgen oder gestern bepackt. Und Asien wird auch bepackt und dann gibt es noch ein zweites Schiff nach Deutschland mit 3 Seekontainern drauf und die 3 Seekontainer kommen an, so hoffentlich eine Woche vor Essen und während Essen wird dann unser Fulfillment Center hoffentlich anfangen zu arbeiten. Nun ist Essen natürlich immer schwierig, so dass wir aber wirklich im Ende Oktober noch gerade so die Auslieferung starten werden. Und dann für alle Kickstarter-Bäcker sollten dann Anfang November der Postbote klingeln. Ja, das sind so der Zeitplan. Das wäre mein erster Kickstarter, mein erster Kickstarter, der im Zeitplan ist. Weil eigentlich ist es ja wirklich selten der Fall, dass ein Kickstarter und vor allem jetzt auch einer in dem Umfang wie Glenmore 2 Chronicles das ist, eigentlich nie in der Zeit, sondern wir reden da von locker mal einem Verzug von 6 bis 18 Monaten. Ja, natürlich hast du recht, dass viele das machen. Das heißt aber ja nicht, dass wir das so machen. Ich wollte euch auf diesem Wege auch einfach nur loben, wie hervorragend sowas funktionieren kann. Das habe ich auch genauso verstanden. Ich wollte nur sagen, dass ich das auch nicht für Gott gegeben halte. Ne? Also man kann ja schon mit Planung versuchen, das anders zu machen. Das haben wir eben versucht, mit Planung anders zu machen. Und natürlich ist es so, dass ich will ja nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist natürlich unser erstes Spiel, unser erstes Produkt. Das heißt, wir arbeiten uns auch in diese ganze Materie, in Herstellung, Verschiffung und in der Tiefe natürlich ein. Das ist doch gar keine Frage. Das wird beim zweiten, dritten, vierten einfacher. Das will ich ja gar nicht verherrlichen. Aber trotzdem muss man ja nicht Fehler machen. Richtig. Und Dinge sozusagen hervorrufen. Ich will mal so ein einfaches Beispiel geben.
Ich könnte jetzt sagen, an welchem Tag unser Container genau an welchem Tag voraussichtlich in Hamburg im Hafen ankommt. Dann würde ich bei euch, liebe Zuschauer, Erwartungshaltung erwecken, dass ich sage jetzt einfach mal ein Fantasiedatum, am 15. Oktober kommt das im Hamburger Hafen an, dann denkt ihr, super, am 17. stehe ich an der Tür und hechel und lechze, dass es kommt. Das ist ja natürlich beinichten so, denn vom Container wird das erstmal abgeladen. Das können bis zu 2 Tage dauern. Wenn der Zoll entscheidet, er möchte sich den Container angucken, das kann er jederzeit machen, da kann man auch gar nichts gegen machen, dann dauert das nochmal 1 bis 4 Wochen. Danach wird es dann in unser Fulfillment Center geliefert. Das wäre dann eine weitere 2-Tages-Aktion. Die bereiten dann den Versand vor, weil wir verschicken ja auch immerhin hier aus Deutschland rund 1400 Kopien. Oder 1500 Kopien so ungefähr, Pi mal Daumen. Die bereiten das also vor. Das heißt also, zwischen dem Tag, wo das Schiff tatsächlich in Hamburg ankommt und dem Start, dass das erste Paket, das Fulfillment rausgeht, liegen in der Regel 2 Wochen. Also unter 2 Wochen ist es schwierig. Und wenn ich jetzt sagen würde, das kommt am 15. August an, ja, was erwartet ihr? Ich könnte es ja selber mal sagen. Also ihr erwartet sicherlich nicht, dass ich es dann am 31. August überhaupt erst rausschicke. Und das hat natürlich dann was mit Erwartungsmanagement zu tun und ich finde das dann auch, entweder man hat die Möglichkeit, das so wie jetzt sehr ausführlich zu berichten, ja, oder man schraubt einfach die Erwartung runter und sagt, es wird im August ausgeliefert, dann passt es auch noch. Ja genau, ist für Ende Juli angekündigt, wird im August ausgeliefert und kommt dann am 1. September. Nee, aber ich finde gut, dass ihr es auch so kommuniziert, wie ihr es kommuniziert und dann ist es glaube ich auch einfach transparenter und für den Unterstützer verständlicher und man kann es klar nachvollziehen, ihr habt von Anfang an eine klare Linie gefahren und worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte und ich bin total irgendwie abgedriftet, Dennis, macht das Ding auf. Ja, also die Schachtel ist mehr als doppelt so groß vom Volumen als das, was der Steffen dabei hatte, als er uns besucht hat, um es mit uns zu spielen. Und allein schon das verspricht eigentlich jede Menge Material. Wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Glenmore 2 Chronicles Materialporn. Das sind nicht die richtigen Münzen. Ja, aber das sind leider nicht die richtigen. Es ist nur ein Muster. Also rausschneiden. Ja, bitte rausschneiden, liebe Zuschauer, das habt ihr nie gesehen. Ich will noch auf was anderes hinaus, vielleicht noch eine nette Anekdote erzählen. Ich weiß ja, bei dir darf man immer Anekdoten erzählen, Benni. Könntest du so eine Geräuschkulisse nebenbei machen, wenn du die Sachen anfasst? Weil ich glaube, das ist schon beeindruckend, wenn man die Sachen anfasst. Okay, warte. Könntest du dann so vielleicht irgendwie ein bisschen, so ein bisschen stöhnen oder so? Oh mein Gott, guckt euch dieses Material an, es ist grün. Okay, der redet wie beim Teleshopping, das wollen wir doch nicht hören. Also eine andere kleine Sache mal so nebenbei, als wenn du noch was sagen möchtest, dann bitte. Nee, ich bin erstaunt. Ich finde es so schön. Es ist glatt. Nee, kriegt der Geld von dir? Egal. Jetzt nicht mehr. Ich wollte eine andere Anekdote erzählen. Und zwar habe ich auch heute mit exklusiv für dich was hier, was noch nie gezeigt wurde, im bewegten Bild. Und zwar habe ich den Prototypen des Holzinserts hier. Da werden wir nachher mal kurz reingucken. Warum hat das so lange gedauert, fragen sich jetzt vielleicht der ein oder andere Kickstarter. Ganz einfach, weil dieses Ding natürlich erst einmal fertig produziert werden muss, dann muss das genau vermessen werden in der Größe. Jeder einzelne Stein, jede einzelne Ressource muss vermessen werden. Das kann man natürlich auch am Computer, am Reißbrett machen, aber das ist dann vielleicht nicht ganz so genau. Und deswegen wartet man natürlich in der Regel darauf, dass man eine fertige Produktionskopie kriegt. Hast du dieses schöne Engravement beachtet? Ja, vor allem, man kann das Spiel dann stellen, legen, egal wie man möchte, da bleibt's am Platz. Finde ich gut. Also ich habe mir überlegt in diesem Sinne, ich rede einfach nicht mehr, ihr redet einfach und ich mache die Produktpräsentation. Ach so, ja. Scheinbar besser als ich. Ihr kennt ja das Produkt fast besser als ich. Nur fast, nicht besser. Ja, man könnte jetzt meinen, das wäre eine Werbeveranstaltung, ist es nicht, aber wir sind begeistert tatsächlich von dem, vom Eindruck, den Glenmore 2 hier hinterlässt, auch wenn man es auf dem Tisch jetzt sieht. Und genau, diese wunderschönen kleinen Chroniken, um die es eigentlich hauptsächlich geht und weswegen das Spiel den Namen Chronicles trägt. Alles kleine Module, die man einzeln oder auch mehrere, wenn ich es richtig weiß, zusammen kombinieren kann, um damit
immer wieder ein neues Spielgefühl zu schaffen. Absolut, das ist die Idee der Chroniken, der Bücher. Chroniken, der Name kommt einfach von Büchern, ne? Also Chronicles of Narnia oder wie das hieß. Die Chroniken von Narnia kennt man ja, glaube ich. Aber weißt du was? Bücher stelle ich eigentlich in ein Regal, in ein Bücherregal. Ah, du jetzt. Also lass mich noch ganz kurz was zu den Chroniken sagen. Da haben wir zum Beispiel hier die Chronik Nummer 2, Highlander, There Can Be Only One. Das war von einem Gast oder ist von einem Gastautoren. Das stimmt, aber ich wollte eigentlich mehr dein Augenmerk auf dieses schöne Logo richten. Mhm. Da steht ein Schotte auf einem Berg und hält ein Schwert in die Höhe. Ist das nicht irgendwie... Ich glaube, das fotografieren wir. Das ist Christopher Lambert oder beziehungsweise... Das dürfen wir nicht sagen. Und sowas würden wir nie sagen. Sean Connery sein, aber... Sowas würden wir nie sagen. Niemals. Nein. Nicht Johann? Nein. Was wolltest du zum Thema Buchregal noch? Also ich stelle ja meine Spiele gern aufrecht, deswegen bin ich schon sehr begeistert von diesem Insert, dass da alles an Ort und Stelle bleibt. Aber Bücher, solche Chroniken, die müssen doch eigentlich entsprechend präsentiert werden in einem Regal. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du sprichst auf unser neues Holzinsert an. Könnte man meinen. Nee, könnte man meinen, jetzt könnte man echt als dein Zuschauer denken, das ist hier eine reine Werbeveranstaltung, Benni. Es tut mir echt leid. Aber ein bisschen Materialporn muss sein. Aber es... Ja, Fun Tales ist das Stichwort. Aber wir haben natürlich in der Tat ein Buchregal kreiert, was man so schön hier hinstellen kann. Ist nicht Modell Billy, hat hier eine eigene Maserung. Billy ist jetzt auch Schleichwerbung, oder? Ich verwende keinen Billy, keine Angst. Billy mit I. So, und dann haben wir hier unser Buchregal. Das kann man natürlich so auf den Tisch stellen und das ist zum Beispiel ein Teil des Holzinserts. Das ist natürlich nicht Teil der normalen Lieferung, klar, aber was erzähle ich euch das? Hier oben haben wir noch ein kleines Geheimfach hier mit so einem Schlüsselloch drauf. Hier, das kann man vielleicht sehen, da oben ist dann noch ein Engravement drauf. Ein kleines Geheimfach gibt es da auch noch. Das wäre das Buchregal. Das zweite, was... Schon schön. Danke. Das zweite, was sicherlich zu erwähnen ist, ist dieses hier. Wir haben ja ein Tile-Lane-Game hier. Und wir haben hier das Rondell. Und hier sind Stapel drauf, A, B, C, D. Und da kommen dann diese... Meine Assistentin Dennis ist auch nicht mehr so, wie sie mal war. Also da kommen dann diese viereckigen Teile rauf hier, zum Beispiel hier, Stapel D, kann man ganz einfach sehen. Und die legt man einfach hier rauf, verdeckt so und stapelt die da drauf. Oder aber wenn man das Holzinsert hat, dann hat man hier natürlich die Stapel A, B, C, D, sammelt die hier drin. Wenn man spielt, nimmt man das einfach ab, stellt es hier rauf und schon kann man spielen. Ich sehe mitgedacht, um auch die Aufbauzeit so kurz wie möglich zu halten. Mitgedacht heißt mitgelacht. Hervorragend. Und wo du schon die Teile angesprochen hast, um die es geht in diesem Spiel. Dennis, präsentier mal die dünnen, lapprigen Blättchen. Da haben wir uns ein Beispiel genommen an einem... nee, das sage ich jetzt nicht. Also, wenn ihr dicke Blättchen kennt, dann legt nochmal eine gute Schippe drauf, denn die sind wirklich sehr dick. Also eher so die Güteklasse von einem Eagle Griffin Games Spiel, was total überproduzierte Dicke hat. Da, ich denke, so von der Stärke müsste man hinkommen. Also es sind genau genommen 2,5 mm plus Druck drauf. Nennt sich Greyboard, aber das ist ganz normal, das ist der Terminus. Aber da sieht man hier vielleicht mal in diesem Teil hier, wie das ist. Also da kann man schon echt Druck ausüben. Dennis kann das auch gleich mal. Hier, da wabbelt nichts. Also das ist jetzt, selbst das ist ja relativ lang, das sind 25 cm. Für die Männer unter uns, das sind 25 cm. Und wenn man da mal mit Benni nicht nervös werden bei der Längenangabe. Schön, dass du hier fächerst. Es passt gut zu den Temperaturen. Ja, es ist sehr heiß hier in Merseburg, das stimmt. Ja, das ist eins, wo wir sicherlich sehr stolz drauf sind. Wir haben ja versprochen in unserem Kickstarter-Video direkt am Anfang, keine Kompromisse, was Qualität angeht. Und das ist dann unsere Einlösung an keine Kompromisse. Ich sehe auch, es hat sich einiges getan. Wir haben ja den Prototypen gespielt und als ich das erste Mal diese Zeichnungen da drauf gesehen habe, der Hammer, vor allem wie auch, das sieht wie ein Gemälde aus. Kannst du was sagen über den oder die Zeichnungen allgemein, wie das zu diesem Stil gekommen ist auch? Oder vor allem der Zeichner?
Ja, natürlich kann ich was dazu sagen. Also den Stil hatten wir so ein bisschen im Kopf. Wir wollten schon ein erwachseneres Schottland zeichnen. Wir wollten jetzt irgendwie kein Comic zeichnen. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich ein Freund von, ehrlich gesagt, etwas helleren Farben. Mir ist das fast etwas zu dunkel. Ich ganz persönlich. Ich mag eher die französischen Spiele, diese etwas... Die mehr ins Auge stechen, wenn ich hierauf gucke, finde ich das persönlich einen Tick zu dunkel. So ging das dann natürlich immer nach vorne und hinten lange. Aber die Zeit diktiert das ja so ein bisschen. Das ist ja ein historisches Spiel. Da diktiert die Zeit natürlich schon, dass es eher ein bisschen dunkel ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann dafür entschieden, danach einen Artist zu casten, den wir genommen haben, und haben uns bewusst dafür entschieden, nicht einen der deutschen klassischen Artists zu nehmen, wie Dennis Lohausen oder Atelier 187 ist das, glaube ich. Egal. Müsste, ja. Clemens Franz. Ja. So, nicht die klassischen zu nehmen, die natürlich wirklich perfekt in Icons sind, das muss man ja so sagen. Also wenn die eins gut können aus meiner Sicht, dann sind das Icons. Heiko Günther hat einen tollen Zeichenstil, den ich finde, aber wir wollten eigentlich einen frischen Artist, der nicht verbraucht ist, und haben uns dann für einen entschieden, der PC-Spiele herstellt, und der hat uns die Sachen gemacht. Unter anderem auch deswegen, weil wir unbedingt in Time produzieren wollten. Und ja, wenn du natürlich zu einem gehst, der 50 Aufträge nebenbei hat, dann ist die Erwartungshaltung, dass er vielleicht dich als neuen Verlag nicht ganz nach oben auf die Prioritätenliste tut, sondern den Verlag, der 20 Aufträge pro halben Jahr rüberschifft, vielleicht höher. Ja, und da haben wir gedacht, nee, dann gehen wir doch lieber einen Weg und suchen uns einen eigenen Artist, den wir aber sehr überzeugend finden. Und ja, ich finde, er hat einen ziemlich guten Job abgelegt. Also wir können uns gerne mal diese Karten zum Beispiel angucken. Hier in Chronik 6 ist das, glaube ich. Ja, The Dubious Tome of Scottish History. Nehmen wir gleich Bookshelf her und haben gleich, genau, das Buch, das wir wollen. Ne? Also super. Haben wir zum Beispiel, wir können jetzt die Teile lange raussuchen, aber es gibt hier sogenannte Landmarks, heißt die, also Sehenswürdigkeiten in Schottland. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mal, welches ist denn schick hier? Mal von hinten geguckt. Also dieses hier ist zum Beispiel sehr hübsch. Wie heißt das, Benni? Dann kannst du auch mal was sagen. Loch Lochy. Weltberühmtes Loch Lochy. Klingt realistisch, ja. Das ist das Loch so, und es gibt in der Anleitung eine Geschichte, was da passiert ist, und dort hat man mal einen angeblichen Geisterochsen aus dem Wasser kommen sehen, und das ist dann Loch Lochy. Oder wir hätten hier jetzt Castle of May, da helfe ich dir mal ganz kurz, wie das heißt. Oh. Das kommt mir bekannt vor, das hatten wir doch auch im Prototypen. Oder? Ich glaube, ja, oder? Genau, ja. Mhm. Oder Loch Lomond. Mhm. Oh, ich sehe was, was ihr noch nicht seht. Oder Inverness ist zum Beispiel ein kleines Dorf. Und da gab es dann eine historische Belagerung in Inverness. Und komischerweise sieht man dann auf der Rückseite, wenn das Ereignis ausgelöst wird, dass Inverness brennt. Da haben wir uns dann natürlich wirklich sehr viel Mühe gegeben, du hattest ja zum Artist gefragt, dass wir wirklich dieses historische Event quasi in einer Zeichnung, die aber auch gleich aussieht, das Dorf bleibt ja erstmal gleich, also es ändert sich ja nichts daran, ob es auf dem Berg steht oder nicht, nur weil es brennt. Ja. Also haben wir natürlich schon versucht, das Dorf sozusagen zu lassen, die gleichen Hügel und so weiter, aber eben das Ereignis einzufangen. Und an der Stelle haben wir wirklich sehr viel Hirnschmalz, sehr viel Zeit, sehr viel eigentlich Zeit investiert, um das dann auch so zu machen, dass wir damit zufrieden sind und hübsch sind. Was mir auch noch gefällt, ist, dass man die Iconography, oder wie man es nicht nennt, hier immer noch gut sieht. Ne? Also auch wenn die Zeichnung verspielt und schön ist, aber was man hier eigentlich macht auf diesem Plättchen, sieht man sofort. Also ist top. Ja, danke. Das hat unser hausinterner Artist sozusagen gemacht. Wir sind ja 4 Leute bei Funtails, und einer ist dann natürlich unser Grafiker, der auch unser Logo und sowas macht, und unser Grafiker macht die Icons dann, also das ist dann
das Artwork, die wirklichen Bilder, die macht ein Künstler, aber die Icons macht jemand anders. Die sind jetzt Ressourcentrace, die werden noch ein bisschen anders, die gefallen mir noch nicht ganz so. Okay. Da kommt noch hier auf die Seite, werden die Icons reingefräst. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel, das ist ja hier Barley, also Weizen, ne? Könnt ihr jetzt nicht sehen, ist einer Tüte, aber das ist so eine Ehre. So, und die wird hier reingefräst, sodass sicher ist, was da reinkommt. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den man gut anmerken kann. Also gerade auch das Holzmaterial an Ressourcen, da habt ihr ja auch nicht gegeizt. Das ist jetzt nicht irgendwo klein und fiddelig, sondern wir reden hier von richtig schönen, großen Ähren. Noch, ist es aufgedruckt oder ist es... Aufkleber. Direkt noch mit Kleber, dass man die Ähren sieht, das Holz mit entsprechendem Baumstamm, mit entsprechenden Jahresringen. Also mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail eigentlich. Wieder komplett alles ausgeschöpft, was geht. Und dann haben wir noch nicht von den Clan-Mitgliedern gesprochen. Ja, also die Idee war natürlich da wieder darum, keinerlei Kompromisse zu machen beim Material. Und dann muss man einfach dazu sagen, was ich als Spieler, und ihr kennt mich ja eigentlich als Spieler und Rezensent, überhaupt nicht mag, ist, wenn man ein tolles und großes Spiel hat und ein wertiges Spiel und dann fällt es irgendwie bei der einen oder anderen Komponente ab. Da fühlt man sich immer so, ich weiß nicht, ich könnte die offene Frage stellen jetzt, wie fühlt ihr euch dann? Ja. Teilweise ein bisschen verarscht, in Anführungszeichen, wo man sagt, okay, ist ein tolles Spiel, man hat gut angefangen und dann am Schluss ging irgendwie das Geld aus oder die Lust. Genau, so habe ich, genau das habe ich auch mal das Gefühl. Entweder da ist dann zum Schluss, es musste einfach fertig produziert werden und es war keine Zeit oder keine Lust mehr, da es zu machen. Oder man hat gesagt, oh, ich habe das Projekt schon seit einem halben Jahr auf dem Tisch, jetzt muss es endlich vom Tisch runter. Oder aber man hat gesagt, wie, ein Zentimeter dick? Nö, da kann man auch einen halben Zentimeter machen, sparen wir die Hälfte an Geld. Weil beim Holz zahlt man im Wesentlichen das Material. Ne? Also das muss man einfach mal sagen. Die werden dann so lustig, das ist ganz spannend, die werden dann so Stangen hergemacht und dann kommt Schnitt und dann sind das die Holzteile. Ja, und kann man sich aber überlegen, wenn ein Zentimeter ist, kriegt man eben aus 5 Metern x Miebel raus und wenn es ein halber Zentimeter ist, kriegt man doppelt so viele raus. Gleichen Preis, ne? Ja, genau. Und da die zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder man sagt, na, man spart mal ordentlich am Geld oder man spart eben an der Lust, es sich auszudenken. Und beides ist jetzt irgendwie nichts, was man sich vornimmt, wenn man anfängt, einen Verlag zu machen. Dürfen wir die von dem Insert die Häuschen zeigen, passend zu den Scotsman und zu den Spielerfarben? Die dürfen wir noch zeigen, natürlich. Weil Hingucker muss man einfach zeigen im Video. Wenn du das möchtest, alles was hier ist, darf man zeigen. Auch wieder hier mit ganz viel Liebe zum Detail. Also ich würde sagen, das Spiel kriegt den Untertitel Detailverliebt. Detailverliebt. Also dieses hier ist das Richtige übrigens, da sind zwei Versionen drin. Dieses hier ist das Häuschen, das hat hier einen kleinen Schornstein, wie man sehen kann, hier. Ja, und dann hat es hier zwei. Jeder Spieler kriegt das nachher. So, und dann kann man diesen Schornstein anheben, zieht das hier rüber, hebt das Dach ab und hat dann da seine Spielerteile drin. Das ist so die Idee, ne? Schön gemacht und Dennis kann jetzt noch die Spielerfigürchen tatsächlich präsentieren. Auch hier wieder, ihr habt gesagt, keine Kompromisse. Lass einen Standardwitz dazu machen. Also was muss ein Schotter haben? Ein Schottenrock. Richtig, genau. Und nichts drunter, ne? Ja, das kannst du ja gucken, ob das da was drunter ist. Das überlasse ich dir gerne. Der Karlsruher guckt da gerne offensichtlich unter Schottenröcke. Na nee, es gibt doch da die Geschichten, dass Schotten nichts drunter tragen. Oder gibt es die in Bremen nicht? Ich kenne die nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber Dennis, hol doch einfach mal bitte 4 von diesen, also von jeder Farbe ein. Denn wir haben, jeder dieser Miepel hat jetzt natürlich auch eine eigene. Stellen Sie mal hier oben drauf und machen nachher noch ein Bild. Nehmen Sie hier drauf, jawohl. Jeder dieser Miepel hat jetzt eine eigene Form. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gut, das macht man einfach mal so, weil es schick aussieht, kann man sagen. Man könnte aber auch sagen, das Ganze macht man unter anderem deswegen, weil es ja auch Farbschwächen gibt, Leute mit Farbschwächen. Und die haben es natürlich viel einfacher, unterschiedliche Formen zu erkennen als Farben. Sind ja eh schon nicht unbedingt die gewöhnlichen Farben.
Das sind aktuell, ehrlich gesagt, die State-of-the-Art-Farben für Farbschwächen. Also deswegen meine ich ja, es ist jetzt nicht so die Standardfarben, wie man es aus diversen Spielen kennt, dass man einfach Rot, Grün, Blau, Gelb nimmt oder irgendwie vielleicht mal noch ein Orangengelb oder so irgendwie was, sondern wirklich auch schon da das Ganze berücksichtigt. Genau, wir haben natürlich versucht, die vier Farben zu nehmen, die momentan, nach Stand der Wissenschaft momentan, für Farbschwäche die besten sind, die die wenigsten Probleme erzeugen. Aber dann hat natürlich der Lilane hier hat jetzt so einen Schottenhut an, so einen typischen. Der Gelbe hat ein Schwert. Der Rote sieht so ein bisschen aus wie so ein Druidenwanderstab und der winkt einfach mal so runter von seiner Sehenswürdigkeit. Ja. Die haben alle also auch ihre eigene Dings. Und es gibt einen Engländer-Token nebenbei in einem der Chroniken. Wir spielen ja auch mit den Engländern, die bösen Engländer, die Schottland angreifen, kennen wir ja. Und die bösen Engländer, die haben natürlich ein Schild. Sehr, sehr, sehr cool. Also ihr seht, da ist extrem viel in der Box, hochqualitativ. Und 500 Exemplare auf das Spiel, da sollte man sich zumindest ein klein bisschen beeilen und nicht bis sonntags warten. Ich freue mich, wenn ihr alle zur Spiel kommt. Ich werde darauf überhaupt nicht eingehen. Besucht uns gerne in der Halle 5. Wir freuen uns auf euch. Wir haben einen ordentlich schönen großen Stand. Wir haben auch ein paar Tische da. Also das ist nicht so, dass wir das nur so vom Tresen verkaufen. Wir haben 40 Quadratmeter. Also wir haben einen ordentlich schönen Stand da gebucht. Und dann wollen wir mal euch möglichst begrüßen. Euch natürlich auch, Benny, Dennis und den Rest der Crew. Ihr seid herzlichst eingeladen, bei uns vorbeizuschneien. Und auch gerne mal das dann zu spielen mit der finalen Version. Das habt ihr ja auch noch nicht. Nee, richtig. Kommen wir doch sehr gerne vorbei. Und dann, guckt euch das mal an. Schaut euch das mal an. Spielt das mal mit uns. Und dann, gut, ich kann jetzt nicht mehr sagen, dann seht ihr auch die finalen Komponenten. Die seht ihr jetzt schon hier. Richtig, und ich freue mich jetzt diebisch auf mein finales Exemplar. Wenn das dann irgendwann mit der Post, habe jetzt gelernt, Anfang November bei mir eintrudelt, wenn alles gut läuft, ohne da irgendwie Druck aufbauen zu wollen. Ich bin froh, dass es so pünktlich, dass es so früh kommt und nicht erst nach Weihnachten, sonst wäre es ein Weihnachtsgeschenk geworden. Wie gesagt, ich freue mich riesig, freue mich auch drauf, mit einem Mitspieler zu spielen, der tatsächlich eine Rot-Grün-Schwäche hat, weil der entsprechend dann garantiert auch sagen wird, ja, cool. Und wir freuen uns drauf, wünschen euch gutes Gelingen auf das Spiel und möge Glenmore 2 Chronicles den entsprechend verdienten Absatz haben. Danke für den Werbeblock, also den hätte ich jetzt nicht besser machen können. Ich freue mich auch darüber, natürlich, klar, endlich ist es da, endlich zahlt sich sozusagen die Arbeit aus und man sieht endlich sein finales Produkt. Vorher ist ja viel nur im Kopf passiert. Das macht einen natürlich echt glücklich und auch irgendwie stolz, das kann ich nicht anders sagen. Möchte aber nochmal sagen, ich habe keine Ahnung, wer bei dir der Postbote ist und ich möchte dafür auch nicht verantwortlich sein, dass dein Postbote, DHL-Mann, DPD-Mann oder wer auch immer, die ja alles nette Menschen sind, nicht vielleicht nicht die Sorgfalt mit dem Karton hat, die er haben sollte. Das ist alles passiert nur bei dir in Karlsruhe. Liebe Postboten, behandelt die Päckchen sorgsam und lieber Nils, herzlichen Dank, dass du bei uns vor der Kamera warst, uns diesen exklusiven Einblick gewährt hast. Noch eine Minute zum Postboten. Ja, der Fun Fact war nämlich, ich habe diese Holzdinger gekriegt und da steht drauf, Handle with Care, Fragile und so weiter, überall Sticker drauf. Und dann steht dieser Mensch vor mir von einem Express, also der wurde auch, glaube ich, relativ teuer bezahlt, weil die wurden jetzt aus Ungarn geliefert, die Teile. Und dann kommt er zu mir und sagt, darf ich mal einmal ganz kurz? Da ist ja gar nichts drin und schüttelt das vor meinen Augen. Und ich denke so, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, ne? Weil die kamen zusammengebaut und der schüttelt die vor meinen Augen. Und ich denke so, du blöder Depp. Gut, sie sind heile angekommen. Mit diesem Wort zum Sonntag sagen wir Tschüss aus Merseburg. Nochmal danke, Nils. Und bis spätestens in Essen. Ja, absolut. Komm vorbei und bitte subscribe hier bei Benny und bei den Suchtis, meine Suchtis. Ihr seid mir quasi ans Herz gewachsen seit Tag 1. Danke dir und tschüss. Ciao.